Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache heute ein Figuren-Unboxing zu einer Figur, wo ich nicht mal den Namen kenne. Ich habe mir diese Figur einfach mal so bestellt, da ich mal auf Figur ja ein bisschen geguckt habe und dann gemerkt habe, dass es hier einen Sale-Verkauf derzeit gibt. Und dann musste sie einfach sein, da sie einfach so süß war und für 21 Euro war das echt in Ordnung. Regulär kostet sie 29 Euro, sie kostet jetzt auch wieder 29 Euro. Und das wäre sie einmal. Sie ist hat rosa Haare und ein süßes Schulmädchen-Outfit und unten noch so einen schönen Schwanz, den ich sehr süß finde. Und die ganze Verpackung ist sehr niedlich gestaltet mit den Herzchen und diesem Karo-Muster. Hier hätten wir dann einmal ein paar Charaktere aus dem Anime. Auf der Rückseite steht dann irgendwas auf Japanisch drauf und hier unten dann noch die Anleitung, wie man es ganz zusammenbaut. Und hier wären dann einmal nochmal diese Charaktere. Auf der Unterseite ist dann das Figuria-Zeichen. Und oben steht dann einmal nochmal To Love Ru. Ich glaube, das ist der Anime, aus dem die Figur kommt, habe ihn aber selber noch nie gesehen. Ich habe das Ganze schon mal vorgeöffnet, öffne das Ganze jetzt. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt leicht raus. Ich habe immer Probleme bei Figuren auspacken. Das ging jetzt eigentlich recht einfach. Und da hätten wir sie einmal und sie sieht schon mal richtig gut aus. Sie kommt in so einer Plastikhülle, eigentlich so wie alle Figuren, die ich bisher hatte. Und mal wieder ist sie super gut verpackt. Hier mit Klebestreifen. So, dass ich sie natürlich wieder nicht aufkriege. Dann noch hier. Oh. Nochmal. Wieso? Hier nochmal. So, ich habe es endlich geschafft. Ich kriege das einfach nie hin. Als erstes hole ich, glaube ich, mal die Haare raus, weil die gerade so schön oben liegen. Hier hätten wir einmal ihre Haare. Und dann hier die Figur. Und ich glaube, ja, es ist so ein Stück komplett. Und so, dann mache ich weiter mit dem Unterteil. Ich hoffe, ich kriege das raus, ohne etwas kaputt zu machen. Das ist richtig gut befestigt. Mist. Ich hoffe manchmal echt, dass es nicht so vollgeklebt ist, weil ich das einfach überhaupt nicht hinkriege. So. Und wir haben das Ganze mal befreit und es ist ein absolutes Chaos, so wie eigentlich in jedem Figuren-Unboxing, das ich mache. Hier werden einmal auch der Ständer. Der ist auch richtig massiv, glaube ich. Oder er steht wenigstens gut. So. Hier hätten wir einmal den Ständer. Hier steht dann nochmal To Love Ru. Ich hoffe immer noch, dass es so heißt. Und hier steckt man dann ihren Fuß rein. Jetzt ändere ich mal die Ansicht. Entschuldigung, dass es so wackeln musste, aber ich muss das einfach so machen. Zur Figur. Die Figur hat rosa Haare, wie schon gesagt, und ist extremst gut verarbeitet für das Geld. Hier hat sie einmal diesen süßen Rock, hier ihre süßen Söckchen. Hier steckt man das Ganze rein, ihr Schwanz, der hier bis da runter geht. Dann das Outfit und hier oben hat sie noch so einen süßen, ich weiß nicht, ja so eine Haarspange. Und das hier ist richtig cool. Es ist so eine Locke, richtig niedlich gemacht. Und hier dann noch diese Haare. Es ist unglaublich süß. Und ich glaube, ich stecke jetzt als erstes mal die Haare dran. Als erstes, ich glaube, auf diese Seite kommen einmal diese hier. Ich hoffe, ich kriege das Ganze heil dran. So, und ein bisschen drücken. Boah, bei sowas habe ich immer Angst, dass ich was kaputt mache. Und dann einmal diese. Ich glaube, die gehören so ran. So. Und drücken. Und jetzt kann man das Ganze einfach hier draufstellen. Es geht auch perfekt rein, also muss ich nicht so doll drücken. Und so sieht sie dann im Endeffekt aus und ich finde das so schön. Ich drehe das auch Ganze einmal nochmal. Ich finde die so süß. Ich glaube, die wird sich auch ganz gut in meinem Regal machen. Sie ist jetzt meine größte Figur. Ich glaube, sie toppt sogar den Levi. Mit diesem Fußsockel hier wird sie wahrscheinlich größer sein als er. Und ja, richtig niedlich, total süß. Vielleicht könnt ihr mir ja mal, wenn ihr ihren Namen kennt, das Ganze in die Infobox schreiben. Oder wenn ihr allgemein den Anime kennt und
sagt, der ist gut, dann schreibt mir mal eure Meinung da rein, weil ich habe keine Ahnung zu dem Anime. Ich fand einfach die Figur zu niedlich. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das war wieder etwas chaotisch beim Auspacken, aber das kennt man ja schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute!